Nee, das ist blöd. Hey, was sollst du sagen? So, wir sind schon Snitches. Paolo, du kannst dich mal aus dem Bild rausgehen mit deinem Sandwich. Du hast schon einen minimalen Sprachfehler. Was? Sag mal Massachusetts. Massachusetts. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Ihr wolltet einen Mukbang sehen, ihr hattet Hunger und deswegen waren wir jetzt gerade beim Subway. Aber ich habe gar nicht so Akku gehabt, deswegen habe ich mir nur einen halben Saft geholt. Aber ich schon. Glaube, ich bereue es gleich. Pech. Ihr habt uns auf jeden Fall auf Instagram Fragen gestellt, bei dieser Fragefunktion Kästchen. Aber ihr kennt das Prinzip, ja. Pablo, du bist irgendwie nicht richtig im Bild. Ja. Na. Bringt's was, wenn ich nach hinten gehe? Ja. Sag mal Ehre. Ehre? Sie kann einfach nicht Ehre sagen. Sie sagt immer Ehre. Du hast schon einen minimalen Sprachfehler. Nur mit E und L. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich muss nur sagen. Was? Sag mal Massachusetts. 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 Alter. Alter, die Frau. Ehre. Pablos Gesichter bei Mukbang sind immer witzig. Wir haben nur eine Folge gemacht, oder? KFC. Wir haben nur einen. Echt jetzt? Alter, zweites Mukbang, EU West. Pablo, du kannst dich mal aus dem Bild rausgehen mit deinem Sandwich. Ja. Wie geht's euch? Im Moment bin ich noch hungrig, aber das ändert sich gerade. Also mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Pablo findet das voll eklig, wenn ich's immer. Das muss halt nicht sein, so. Ich find's eigentlich gar nicht eklig. Ja, okay, beim Essen. Also die ganze Zeit so rumzurotzen, oder was? Ja. Man kann halt nicht immer was dafür, aber ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, Nase zu putzen, dann sollte man das tun. Willst du eine Frage aussuchen? Ja. Wann wart ihr das erste Mal im Club? Sag erstmal Alter und dann das erste Mal, wenn wir zusammen im Club waren. Ich war das erste Mal mit, ich glaube, 14 im Club. Hey, laber nicht. Also, was mit dir falsch? Das war in Spanien. Meinst du damit? Das war einfach. Ja, gut, das zählt nicht. Ja, das war das erste Mal im Club. Ja, aber das zählt nicht. Ja, in halt Deutschland. Er hat noch mit 16. Okay. Ja, ich auch. Ja, weiß, manche gehen ja erst so mit 18 das erste Mal in ihrem Leben so. Aber ja, egal. Sind nicht so welche. Und erstmal zusammen waren wir einen Tag, nachdem wir uns kennengelernt haben. Oder zwei Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben. Er hat mich so am ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, nach Hause gefahren und hat so gesagt, wir gehen morgen Club, wenn du willst, komm mit. Und ich habe mich übelst gefreut, weil das war so meine Clubphase. Weil meine ganzen Freunde keinen Bock mehr auf Club hatten. Und ich habe so jeden Tag Bock. Ja, aber das haben wir euch ja auch schon im Kennenlernen-Video erzählt. Also wer ist unten nicht in der Infobox nicht verlinkt. Wie steht deine ausländische Mutter zu Pablo? Hä? Ich habe das immer aus Spaß in meinen Videos gesagt, so ausländische Mutter. Also erstmal hat ihre ausländische Mutter und ich die gleiche Nationalität. Und zweitens bin ich der Musterschwiegersohn vom Feinsten. Und jetzt gerade, wenn du das siehst, Schwiegermutter, dann wirst du jetzt lachen. Wer würde er als erstes ausziehen, also vom Elternhaus? Es ist tatsächlich so, dass wir beide gleichzeitig ausziehen vom Elternhaus. Hm, was ein Zufall. Mhm, wie kommt das? Kannst genau, du mir das erklären? Genau, gleiches Datum. Wir ziehen einfach beide aus. Sehr komisch. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Und jetzt, ja, weiter. Seid leise. Teilt ihr den gleichen Humor? Also oh mein übel. Gott, Leute, in den letzten Tagen. Vor allem, also seit Pablo zurück ist aus Argentinien, okay? Wir sind jetzt seit genau seit einer Woche wieder da. Und einen Tag. Heute ist Freitag. Heute ist Donnerstag. Heute ist Freitag. Ah, stimmt, heute ist Freitag. Verschickt. Wir sind irgendwie richtig komisch. Abends vor allem haben wir übelst den Hänger. Ist komisch. Wir verhalten uns einfach richtig behindert. So übel unnötig einfach. Wie soll ich sagen? Wir haben auf jeden Fall den gleichen Humor. Ja, zurück zur Frage. Also wir sind schon sehr ähnlich, was Humor betrifft. Und deshalb verstehen wir uns auch so gut und können viel lachen und so. Also wir können viel lachen, wenn wir wollen. Ja, egal. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Seid ihr eher Team Fanta oder Team Cola? Seid ihr eher Team Fanta oder Team Eistee? Ich bin safe Team Fanta. Fanta ist das beste Softdrink-Getränk. I'm the ice cream man. Gibt es ein Gericht, was euch verbindet? Immer wenn wir ins Mauri gehen, bestellen... Also ich müsste immer an dich denken, wenn ich ins Mauri gehe. Wenn ich da Fitness-Steak lese. Weil wir bestellen immer Fitness-Steak und da ist halt Salat dabei und dann bestellen wir immer noch einmal extra Pommes und er mit Süßkartoffelpommes. Das ist immer unsere Bestellung. Kennt ihr Mauri? Gibt es das auch bei euch eigentlich schon, oder? Das gibt es eigentlich überall in Deutschland. Mm-mm. Nur in Baden-Württemberg. Echt jetzt? Ist für sicher. Mhm. Also so ein Laden, wo es halt so Salate gibt und so. Da gibt es eigentlich alles. Ja, aber so. Die machen schon so auch Salate. Pizza, und so. Pasta ja. Und so. Lecker. Also, wir haben ja bald dasselbe Ausziehdatum. Zufälligerweise. Und vielleicht auch dieselbe Postleitzahl und Adresse, eventuell. Mhm. Auf jeden Fall hat jemand geschrieben,
die Emily selber kochen. So Rezept und dann Mukbang wäre voll geil. Und das können wir dann echt machen, dann können wir was kochen. Leute, wenn dann gehen wir halt nicht ins Auto zum Essen, weil das wäre übel unnecessary so. Sondern wir essen halt an unserem Tisch. Oder hab ich die gerade angespuckt? Ne? Wer würde eher gegen eine Glasscheibe laufen? Warum? Warum? Warum würde ich eher? Weil du einfach manchmal nicht auf deine Umgebung achtest. Ich glaube. Du bist nicht tollpatschig, aber du bist manchmal unvorsichtig. Schön ausgedrückt. Ja. Stimmst du dazu? Ja. Wer würde eher kein Fastfood mehr essen? Also ich glaube, wir könnten beide. Ja. Ohne Fastfood leben und also so. Ich glaube, die denken jetzt so, oha, die geht immer mehr essen und so. Spaß, ja. Aber ich schwöre, das ist gar nicht so. Und ich liebe es auch voll zu kochen und so. Und wir würden beide voll gut damit klarkommen. Also das wäre gar Also ich finde schon manchmal, bei mir ist es halt so, ich bin so zu faul zum Kochen. Oder beziehungsweise ich habe einfach keinen Bock, mir diese Gedanken zu machen. Keinen Bock und es geht einfach schneller. Oder wenn du so extrem Hunger hast, dann ist so, komm, lass kurz KFC fressen. Ja, und dann hat man schon auch mal Bock auf so einen Burger oder so. Aber bei mir ist es auch nicht so, dass ich mega oft und mega so fast so. Warum küsst ihr euch nicht vor der Kamera? Leute, weil es cringe ist. Weil es mega cringe ist, Alter. Und ich meine, wie cringe wäre das, wenn ihr jetzt da sitzt, okay? Aus Menschen gucken das Video und wir küssen uns so. Das können wir auch machen, wenn die Kamera aus ist. Vor allem, warum wollt ihr euch das anschauen so? Wisst ihr, ich meine sowas. Guckt euch was anderes an. No fun! Ist uns mal zusammen was Peinliches passiert, weil irgendwas, wo wir was bestellt haben oder irgendwie? Also das Ding ist, Peinlichkeit ist für mich schwer zu definieren. Vor allem, ich finde, wenn man alleine ist, passiert einem eher was Peinliches. Weil wenn uns jetzt was Peinliches passiert, dann lachen wir halt so drüber. Und danach, im Endeffekt, so danach, wenn wir es jetzt nicht jemandem erzählen, hey, das war übel peinlich, sondern es war übel lustig. So, weißt du, ich meine? Und ich glaube, davon hatten wir schon viele Ereignisse, aber... Kennt ihr das, wenn euch jemand fragt, was war dein peinlichstes Erlebnis, da fällt einem nichts ein. Nee, aber voll oft passieren einem so Sachen, wo du so denkst, oh fuck, Alter, das war gerade übel weird. Ja. Aber wenn dich jemand fragt, dann weiß man das einfach nicht. Was schätzt ihr am meisten am anderen? Ich schätze am meisten am Pablo. Was? Nur den Finger aus dem Mund. Ich hab gar nicht im Mund. Ja, also den hier. Ich schätze an Pablo sehr, wenn ich mich nachts ins Bett setze. Also. Nee, das ist blöd. Hey, was sollst du sagen? Ich schätze an Pablo, wenn ich irgendwas brauche oder so, der ist direkt da. Und ich schätze an ihm, dass man nicht nur so dumme Sachen reden kann, sondern auch so ernst reden kann. Es hört mir gerade voll schwer, süß zu sein irgendwie. Ich bin gerade nicht so in der Stimmung. Nee, ich habe eigentlich auch keinen Bock, jetzt sowas zu sagen. Jetzt musst du auch zwei Sachen sagen. Boah, ich find's auch so cool, dass wir uns alles erzählen. Weil wir erzählen uns jede Kleinigkeit, die uns passiert, gell? Und du hast irgendwie immer eine Lösung. Wirklich. It's your turn, man. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die ich an dich schätze, Marcia. Ich sehe jetzt einfach mal zwei, die mir so spontan einfallen. Und die jetzt auch nicht so, wisst ihr, so auf Krampf. Ah, wir sind Couple und wir sind übel süß und so. Das wissen wir ja eh schon. Weil wir finden das bei anderen übel cringe, wenn die so richtig so auf... Wir sind so verliebt. Also aber alle sagen bei uns, das kommt übel so rüber. Aber bei uns wir ist es nicht ernst. Bei uns ist so real goals. Ja, okay, sei leise. Ja, okay. Was wollte ich jetzt sagen, Mann? Was du an mir schätzt, Pablo? Das, keine Ahnung, kann man jetzt finden, wie man will. Also ich finde es eigentlich auch, wenn man es so allgemein betrachtet, schlecht. Eine schlechte Aneignung der Allgemeinheit, dass wir halt, also wir sind halt schon so, wir sind schon Snitches. Wir lästern so über andere so, aber so halt untereinander und wir finden es lustig und es macht uns Spaß. Wir sind übel böse. Ja. Wir sind. Und es ist ja eigentlich nicht gut, wenn man sowas im Rücken von anderen macht oder so. Was denn? Das muss ich aber rausschneiden. Das sind wir. Oh. Genau, das wäre einmal, weil es einfach, keine Ahnung, ich finde es halt lustig. Du schätzt also an mir, dass ich gerne Snitch bin. Ja, okay. Ich will auch was sagen, was ich nicht in einem anderen Video schon so gesagt habe. Ah ja, genau, zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie gestern, hatte ich zum Beispiel Training und wir haben gerade Vorbereitung für die Rückrunde und so. Bin immer so abends voll am Arsch und so. Also ich hatte Training und dann habe ich gesagt, komm, also ich fahre noch zu dir oder wir pennen halt heute bei ihr. Und dann bin ich zu ihr gefahren und dann sagte so, schreib mir, wenn du losfährst, weil dann tue ich die Kroketten in die Dings in den Ofen oder so. So Kleinigkeiten. Ja, halt. Dass wenn er ankommt, dass er direkt essen kann. Ja, dass wenn ich ankomme, dass ich halt nicht so lange warten muss oder so. Und keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten, die ich halt zu schätzen weiß und die ich mag. Ah ja, was ich auch an Pablo schätze. Ich habe gestern übelst gehustet, oder ne, ich hatte voll Halsschmerzen, gell? Auf jeden Fall, der ist dann nachts aufgestanden und hat mir einen Tee gemacht, obwohl ich gesagt habe, ich will keinen Tee. No problem! Ja, die hat voll Halsschmerzen, hustet die ganze Nacht lang und hat so voll so das Kratzen. Und dann sage ich, ess doch einen Bonbon oder trink Tee oder so und die will es dann nicht. Und ich verstehe das nicht. Ja, weil das wehtut beim Schlucken und dann hat er mir so reingestopft.
Ja, aber man muss das halt machen. Wer würde sich eher die Haare komplett abrasieren? Hast du strenge Eltern? Mm-mm. Meine Eltern sind sehr locker. Die waren schon immer übelst locker. Also es gab so Grenzen, okay, wo die gesagt haben, okay, jetzt bleib nicht bis 2 Uhr nachts draußen oder so. Du bist 14 Alter, sei um 22 Uhr zu Hause so. Aber die haben mir schon viel Freiraum gelassen. Du kannst Partys zu Hause machen, wenn du willst. An Silvester machst du doch einfach hier, wir räumen den Keller auf und so. Also weißt du, was ich meine? Bei dir? Bei mir auch. Es gab halt immer so ein paar Sachen, die halt so... Also die haben halt so ein paar Sachen verlangt von uns quasi, dass wir halt ab und zu so im Haushalt, also ich rede jetzt von mir und meinem Bruder, dass wir jetzt so im Haushalt so ein bisschen mithelfen, dass wir, keine Ahnung, unsere Schule einigermaßen richtig gescheit machen und so. Wenn es da keine Probleme gab, dann haben die eigentlich auch nie Stress gemacht. Also dann durften wir immer rausgehen und immer theoretisch, also machen, was wir wollten. Auch wenn Eltern mal streng sind oder so, muss man immer im Hinterkopf haben, so, die wollen eigentlich nur das Beste für einen, die wollen das nicht böse oder so. Also wenn eure Eltern mal streng sind, dann nimmt es dir nicht so übel. Weil die meinen es eigentlich nur gut. No front! No front! McDonald's oder KFC? KFC! Safe nicht. Also eher McDonald's. Check ich gar nicht. Was ist der Sinn des Lebens? In einem kurzen Satz. Pablo heiraten. Alter, so cringe. Was denn? What the fuck, bro? Ich glaube, das ist für mich, also vielleicht merke ich das nicht jetzt, aber wenn ich dann irgendwann älter bin und keine Ahnung, selber Kinder habe und die dann sogar vielleicht irgendwann Kinder haben, so wenn ich Opa bin, ich glaube erst so dann weiß man wirklich so, was der Sinn war. Was der Sinn war und keine Ahnung, wie glücklich man sich eigentlich schätzen kann, wenn man eine Familie hat und so, glaube ich. Überhaupt, dass man so gelebt hat, ist ja schon krass. Ja, das ist ein Geschenk. Dass wir geboren wurden, weil guck mal, wie viele nicht geboren wurden. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Dass man sich allgemein überhaupt Gedanken über dieses Thema machen kann, ist schon sehr krass. Ey, was ist dein Sinn des Lebens? Hab ich doch gerade gesagt. Ach, okay, stimmt. Team No zuhören ist sie. Sei leise. Team kurze... Gehirnspanne. Ja, 4 Sekunden. Genau. Plus, minus. Eher minus. Stopp. Wer ist eifersüchtig, Digga? Haben wir schon 12 Mal beantwortet. Niemand. Können sich Fuckboys ändern? Ja, können sich. Also, dieses Wort Fuckboy, das ist ja auch so behindert, gell? Also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Jeder, der sich als Fuckboy bezeichnet oder als Fuckboy bezeichnet wird, keine Ahnung, der macht einfach so eine Phase durch, wo er selbst nicht so richtig weiß, was abgeht. Der würde eher bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus mitmachen. Niemand. Also, gestern haben wir noch darüber geredet. Alter, ein bei Phänomen. Denen war aber vorgestern allein schon, da war eine Spinne im Wohnzimmer, okay? Ja. Ich hatte so Angst vor der, ich habe so Angst vor diesen Viechern. Ich könnte niemals dahin gehen, niemals. Schwöre, für mich ist es auch einfach ein Phänomen, dass diese scheiß Sendung immer noch gibt, nach 20 Jahren oder so. No front. No front. Geht ihr immer zusammen feiern? Also wir gehen immer. Ja, wenn, schon meistens wir gehen so immer zusammen, eigentlich. Zusammen weg. Manchmal geht ihr auch alleine mit ihren Freundinnen oder Freunden. Also ich alleine mit meinen Kumpels, ja. Aber meistens sind wir so zusammen, ja. Weil wir jetzt mittlerweile auch so überschneidende Freundschaftsgruppen haben. Weiß ich meine, so ein bisschen. Haben lange geschrieben, jetzt meldet er sich nicht mehr. Dann renn ihm nicht hinterher. Also, keine Ahnung, weil wenn er Interesse haben würde, dann würde er sich melden. Oder? Also ich sag jetzt nicht, Typen müssen immer den Frauen hinterher rennen, aber wenn er kein Interesse zeigt. Ja. Dann also, bringt es nicht. Es muss ja von beiden Seiten kommen. Ja, kommt so ein bisschen drauf an, was ihr... Keine Ahnung, wie lange ihr euch kennt, was ihr so, ob ihr euch schon persönlich getroffen habt und so. Hobbys habt. Wenn ihr euch jetzt rein über Insta kennengelernt habt, so eine Weile geschrieben habt, aber euch noch nie so in Real Life gesehen habt, keine Ahnung, dann würde ich dem jetzt nicht so groß nachtrauern. Wie bekomme ich meinen Ex zurück? Also erste Frage, willst du den zurück? Und wieso? Wieso habt ihr euch getrennt? Und wieso ist es dein Ex? Ja. Hat Pablo Geschwister? Wenn ja, versteht sich Marci mit denen? Also ja, ich habe einen kleineren Bruder. Ich wollte gerade sagen, der ist ein Jahr alt. Der ist ein Jahr jünger als ich, also genau ihr Jahrgang. Und also nee, wir verstehen uns nicht so. Eigentlich. Die verstehen sich nicht so gut. Ja. Ne? Jetzt gibt es wieder Menschen, die keine Ironie verstehen. Aber ja. No problem. Wer von euch würde eher in der Wildnis überleben? Aber mal ganz safe ich. Du ja, hast ja ich. Angst vor Spinnen. Ja und? Ja, Wildnis ist ja und. Nicht gleich Spinnen. Ich kann auch auf dem Baum schlafen. Und auf Bäumen gibt es keine Spinnen. Nein, die krabbeln nicht da oben rum. Jetzt wenn es ums Überleben geht. So Hase töten, grillen. Ich hatte gar kein Problem damit. Mir wird schon kurz leid tun, aber nicht lang. Pablo würde eher überleben. Ja, safe. Wer würde eher sein Handy verlieren? Ich habe das mal bei McDonald's liegen lassen. Auf dem Tablett. Und das Tablett habe ich so weggeräumt. Ja, sowas passiert. Ja, eher. Mhm. Wer hat wen als erstes geküsst? Das haben wir auch schon erzählt. Aber von wem das
Check das Kennenlernen-Story-Video ab. Haben wir das nicht erzählt? Doch, haben wir erzählt. Wir sind an dem Platz, wo ich dachte, dass Paolo mich das erste Mal küsst. Und da kannten wir uns gerade mal 3 Tage. Wir kannten uns 3 Tage. Auf irgendeinem Stein stand ich drauf. Ja, Mann. Und wir waren genau so auf der Höhe und Paolo stand voll nah an mir. Und wir haben uns so angeguckt und wir haben eigentlich, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Gesprächsthemen gesucht. Sie hat ganz kranke Scheiße erzählt. Einfach nur, weil ich diese Stille nicht haben wollte, weil wir waren voll nah und ich dachte, fuck, der küsst mich gleich und ich hatte so Angst. Also ich hätte mich da auch noch nicht getraut, aber... Aber du, der hat extra nichts mehr geredet. Ja, ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen... Ja, aber du hattest doch selbst... Provoziert. Übel, Alter. Und wenn du selber Angst hattest, warum hast du das denn gemacht? Keine Ahnung, um zu sehen, wie du reagierst. Sorry, vielleicht, der hat einfach nicht mehr geredet und guckt mich so an. Und ich war so... Lass mal küssen, aber rausschneiden, okay? Weil ich will dich gerade küssen. Echt? Bonfäckchen? Mehr Schweinchen? Am Spieß? Küchen? Grillt? Mikrowelle? Ein Schleuder? Okay. Sei leise. Sei leise. Wäre es falsch, wenn ich mit dem Typen zusammenkomme, der aber auch mal auf meine beste Freundin stand? Sie stand nie auf ihn. Wenn die jetzt zusammen gewesen wären, das würde gar nicht gehen, aber wenn die nie was von dem wollte und so, keine Ahnung. Vom Ding her fände ich es nicht schlimm, aber ich fände es weird, wenn ihr dann zusammen rausgeht und du weißt, er stand mal auf sie. Ja, stimmt. Das ist einfach so, stell dir vor, die gehen so raus und die weiß halt, wenn die an dem Tag so voll geil aussieht, dann denkt sie sich halt auch so, Alter. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das wäre, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Ich hätte eigentlich davor auch so gesagt, ja, ist doch kein Problem so. Ja. Aber jetzt gerade, wo du das sagst, ist es schon ein bisschen komisch. Keine Ahnung, aber es ist auch alles, wenn dann nie was Ernstes war, aber allein ja, so, dass der so, aber was der dann so denkt. Das ist so eine Frage der Kommunikation und so. Ja. Keine Ahnung, wenn alles so wirklich geklärt ist und ausgesprochen ist und ja, vielleicht auch mit der Freundin stimmt gesprochen hat und so, dann kann es schon gehen, aber keine Ahnung. Also Leute, das war's. Wir haben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Hier Vokabeln können nur die Knuddeln und die Besten. Außer die Ekligen. Außer die Ekligen noch. Daumen runter, weil die Glocken aktivieren und aktive. Mel, aktiviert Abwehrkräfte. Skrrr. Jo, das hat Blanche bleiben, wo kacken sie ja lager für dich, hat von mir... Hier. Ach. Das hat Blanche bleiben, wo kacken sie ja lager für dich, hat von uns geknuddelt. Außer die Ekligen. Nicht vergessen, Lächeln ist gesund. Folgt uns auf Insta. Wenn ihr Dubai und Umzugsvlog sehen wollt, schreibt mir, dann schreibt es mal ganz krank in die Kommentare und lasst mal den Like-Button ganz krank explodieren. Und außerdem blende ich jetzt hier noch meine IBAN ein. Und wenn ihr Bock habt, dass ich ein schönes Wochenende habe, spendet einfach ein bisschen. Ja, okay. Auf Bra. Wir sehen uns, Leute, gell? Moin, Meister. Bye. Jetzt mach die Scheiße aus da und geh aus meinem Auto raus.